Ich begrüße euch, meine lieben Leute, zu einem etwas komplett anderen Video auf meinem Channel, und zwar zu meinem allerersten Urban Exploring. Das ist hier die Gegend, in der wir aufbrechen werden. Ist eine ziemlich große Waldgegend. Besser gesagt, sehen wir uns diese Anlage hier an. Es ist ein Lost Place, eines der wenigen guten in Österreich, und zwar eine verlassene Klinik körperlicher Natur. Kann euch leider nicht genau sagen, um was es sich hier handelt, auch nicht, wo sich diese Anlage befindet. Eben wegen typisch bekannter Probleme mit Einbruch und Vandalismus in dieser Gegend. Die Anlage wird aber, was ich gelesen habe, jetzt von einem Wachdienst überwacht. Auch die Polizei fährt ja angeblich jeden Tag ein und aus. Auch wurden schon Leute festgenommen beim Einbruch in die Klinik. Aus dem Grund sind das eben alles Dinge, die zu berücksichtigen sind. Auf jeden Fall werden wir uns die Anlage genauer anschauen und wenn möglich uns auch eine Drehgenehmigung einholen, sofern möglich. Ansonsten einfach schauen, dass wir nicht in Schwierigkeiten kommen. Unser Ziel ist es, zu dokumentieren. Ich werde meine Filmkamera mitnehmen und meine Spiegelreflexkamera, um eben diese Anlage festzuhalten. Wäre dann mein allererstes Urban Exploring. Und ja, mal schauen, was uns erwartet. Wahrscheinlich werde ich und eine gute Freundin von mir losstarten. Wir haben circa 1,5 Stunden Weg vor uns. Aber ja, dann lasst uns aufbrechen und wir sehen uns gleich wieder. Ciao! So Leute, wir sind da. Und da links, kurz vor der Klinik, haben wir noch ein altes Wohnheim, so wie es ausschaut. Auch komplett verlassen, das werden wir uns nachher anschauen. Was ich weiß, ist, da kommt man da aber nicht rein. Wird aber wahrscheinlich auch nicht interessant sein, weil da wird es nichts zum Sehen geben. Aber wir werden uns auf dieses Objekt der Begierde fokussieren. So, wir sind da, haben uns einpackt. Erstes gleich mal die Drohne angesteckt. Ich habe auch leider kein Gimbal drauf, sondern nur die GoPro selber. Aber muss reichen für die Luftaufnahmen. Ja, mit mir ist heute mein Cousin mit, der Sozius leider. Die Drohnenaufnahmen sind im Kosten. Jetzt haben wir noch ein paar gemacht mit der Spiegelreflexcam. Beziehungsweise mache ich jetzt noch ein paar. Und dann werden wir genauer schauen. Es sind aber mittlerweile schon, ist das dritte oder vierte Auto schon vorbeikommen. Aber war eigentlich jetzt nie irgendwas. Also das sind auch nur Leute, die da irgendwie geschaut haben. Auf jeden Fall muss man auf jeden Fall aufpassen, glaube ich, dass man nicht gesehen wird, weil es scheinbar recht viel los noch. Auch haben wir da zwei Burschen eine Maschine gesehen. Die haben wir jetzt nicht mehr gesehen, aber wahrscheinlich sind die Akku drinnen. Ja, heute an einem Samstag war es halt auch nicht unbedingt die beste Idee. Also wirklich sein kann, dass halt viel los ist. Und man halt nicht wirklich alleine ist bei diesem Lost Place. Also eigentlich eine verlassene Gegend, was nicht verlassen ist. So, das ist da der Platz. Das war mal ursprünglich der Haupteingang. Wahrscheinlich dahinter auch die Rezeption und alles. Wo wir echt neugierig geworden, ist die Tür da, die in der Mauer da versenkt ist. Der ist da nämlich genau eingebaut. Das sind so Orte wie so eine Lüftungsrohre. Oh, es geht direkt in den Berg rein. Ich glaube, da wollten schon mal ein paar einsteigen, beziehungsweise die aufbrechen. Haben wir gehört da was?
Da ist Wasser. Oh fuck, da ist viel Schimmel wegen Spinnen, wenn man das. Extrem los. Was auch geht, da ist der gleiche Baum gleich wie drinnen. Da ist irgendein Brunnen oder sowas. Da ist aber sonst nichts mehr. Das ist extrem nass. Sechs Idee, ganzen Wassertropfen. Das waschen lassen. Der geht aber lauter wie weiter runter. Da unten sind sogar keine was. Da hat jemand aber Brechstein. Ordentlich Brechstein zugearbeitet, dass er da rein kann. Das ist ein Brechstein. Ja, da sind wir gerade gewesen. Das ist da der Eingangsbereich. Da unten gibt es noch einen Hof. Da haben wir mal runterschauen. Riesige Bäume. Ein bisschen Vandalit geworden. Das wie Keramik von einem Teller oder so. Das war, wie ich das erste Mal gesehen habe. Also ich habe das schon mal kurz von außen gesehen, die Anlage, aber seit voriges Jahr waren da noch ein paar Spezialisten unterwegs, die wahrscheinlich gleich wieder randalieren müssen. Ne? Haben sie da eingekaut oder was? Ich komme mal da. Also das ist ja das, bei diesen Lost Places. Ne? Wenn ich nicht reinkommen würde, würde ich es persönlich auch gar nicht versuchen, wieder kann roten, weil dann ist es nämlich wirklich Einbruch. Aber da geht arschkalt aus, gell? Spielst du den Windzug? Einkaufswagen, nämlich Bier. Und wirklich verdammt kalt, was da rauskommt. Das finde ich halt schon scheiße, dass man sich doch so Zugang verschafft eigentlich. Ein scheiß Feuerlöscher. So, das ist der Innenhof. Extrem übermoost. Aber da haben auch die Leute schon allein Sachen rausgehauen. Da ist eine Tür oder ein Tisch oder ein Kasten irgendwas rausgeschmissen. Das ist halt echt scheiße leiden. Da ist gerade extrem still, da hat man keinen Wind und gar nichts mehr. So, wir sind jetzt da weitergegangen. Da sieht man schon die ersten Verschmutzungen von innen. Auch steht da irgendwas mit Haut ab. Ein Judenstern, wie es scheint, und ein Umtratskreuz. Schade, dass sie einladen dort. Da scheint es, als haben sie da das weggerissen, dass man da raufkommt. Weil das ist nämlich alles abgeschwert geworden eigentlich. Und das liegt da scheinbar auch schon ziemlich lang, dass er eben da eben vorher schon zwei Jugendliche aufgegangen sind. Also da ist dann direkt im Anschluss der Wald. Ich meine, jetzt im Jänner ist es natürlich ziemlich offen. Aber ich denke mir, dass er im Sommer, wenn da alles blüht, ist sicher ziemlich finster da, weil da alles vom Wald umgeben ist. Also irgendein Wald da, was auf irgendwelche Waldwege geht. Da geht es eben rauf in den ersten Stock von außen. Ja, da. Mein Cousin hat schon gemeint, das ist so komisch sauber. Also man sieht, dass da extrem viel Leute aufgehen müssen. Da ist die Zuwachstraße und dann ist da die Anlage.
Auch wenn man da die Fliesen schon ein bisschen knacken hört, gell? Die Substanz schaut auch nicht mehr bald so geil aus. Und da schon die Ziegel rausschauen. Und auch ziemlich feucht, weil die Fliesen aber ein bisschen sich komisch weich anfühlen. Da ist auch Moos, also das wird alles nicht mehr besonders lang, glaube ich, existieren da. Höchstwahrscheinlich. Aber die Aussicht ist halt schon Wahnsinn eigentlich auch, ja. Was haben sie denn da gemacht, eine Fackel oder was? Irgend sowas. Was weiß ich, was die Leute da alles aufführen. Die ganzen Klinikbetten, alle nehmen. Und da sieht man gut, wie schlimm eigentlich der Zustand eigentlich auch ist. Wenn man denkt, wenn das auch so ausschaut, auf dem wir da eigentlich gerade oben gehen. Besonders vertrauenserweckend ist es ja jetzt nicht, gell? Was halt die Frage ist, wo sind die Kinder hier, was wir vorher gesehen haben. Da noch Betten, drinnen mit Matratzen, Sauerstoffflaschen. Das Stück Mauer, da haben wir auch schon wieder aufgekommen, das hängt da gerade noch mal so am Seidenen vorn. Da haben wir das erste Stück Scheiben, ist da mal eingekaut geworden. Angeblich sollte es da offen sein. Beziehungsweise es sollte wirklich offen sein, weil man sieht, da ist mal eingekaut geworden und ich habe die Anlage ja schon mal gesehen, nur leider ohne Kamera und da war das definitiv offen. Also das ist auf jeden Fall schon mal wieder verschlossen geworden. Vor einer gar nicht so langer Zeit und vor allem auch von innen. Ziemlich massiv wahrscheinlich. Dann sieht man auch die Glasscheiben. Schaut jetzt aus, als würde man da so wieder so leicht reinkommen und da oben schaut auch wieder runter. Und beobachte ich gleich, wer von hinten ist, oder? Wir werden beobachtet. Auch ziemlich creepy, hm? Was denkst du? Ja, nämlich mit einer scheiß roten Jacke, ne? Fällt voll nicht auf. Oder was einmal allein ist und eigentlich für jemanden beobachtet wird, gell? Wir haben also gerade eine Stimmung gehört in der Anstalt. Wahrscheinlich sind das die zwei Buben, was wir vorher gesehen haben, aber das war schon lange her und ich weiß nicht, ob die überhaupt reingekommen sind, weil es scheint halt nicht so, dass sie immer offen ist. Aber ich habe definitiv zwei Stimmen gerade reingehört und es hat cooler, dass ich wie in einem Stiegenhaus. Also. Und dem anderen, oder was ist das immer, den sie vorher beobachtet haben, sind auch irgendwo da aufmarschiert. Da werden wieder dann ein paar Gachhöden spielen und was weiß ich, Polizei rufen, aber wollen keiner irgendwas tut. Ne? Aber ja, es gibt immer Leute, die haben diese Bedürfnisse scheinbar. Auf jeden Fall voriges Jahr war auf jeden Fall alles noch offen und es hat also ausgehört, als wäre das eine ganze Zeit lang schon offen gewesen. Also scheinbar hat sich eine Zeit lang niemand darum gekümmert, dass man nicht reinkommt und jetzt aber scheinbar schon wieder. Also. Wer mal wieder anbraucht, Scheinputzen, hä? Das ist halt echt arg, also das Tier wird echt noch nicht lang offen sein. Weil sonst wäre es sicher auch schon zu. Also da sind Leute scheinbar mal ziemlich brutal eingestiegen. Das war scheinbar noch nicht so lange her. Ja, ich glaube, was man so gelesen hat im Internet, die Anlage ist da ziemlich häufig besucht, haben wir eh auch schon gemerkt, weil wir schon mindestens jetzt 5 Autos glaube ich, gesehen haben, die nur vorbeigefahren sind, blöd geschaut haben und dann wieder fortgefahren sind eigentlich. Also, aber ja. Ich glaube schon, dass die Scheibe eigentlich zu kalt ist, gell, oder? Stimmt, ja. Aber es ist ziemlich glatt ist da. Und da kommt es halt wirklich verdammt kalt raus. Das glaubt man nicht, wie verdammt kalt das da rauskommt. Und da eigenartig riecht, gell. Ein klassisches Krankenhaus. Dass die Leute arbeiten, die Scheiben da verdammt feucht ist, gell. Durch den Luftaustausch. Unten ist es halt echt creepy, weil es ausschaut wie ein Keller. Dabei ist einfach nur alles verbarrikadiert.
Und das ist dadurch halt so verdammt finster, dass man glaubt, es ist ein Keller. Da eben pfiffen oder was? Darum werden wir auf jeden Fall beobachtet. Pfeift so jemand aus seinem Hund. Die Leute sind echt arg, da stehen da oben und schauen uns an. So wie es dann, der gerade uns beobachten wollen. Also manche Leute, oder? Wenn sich jeder um seinen eigenen Scheiß kümmern würde, hätte man, glaube ich, keine Schwierigkeiten auf der Welt. He? Das ist arg, gell? Das ist echt wütend eingestürzt. Gar nicht mehr so viel, gell? Und dann ist da wirklich ein Loch da in der Straße. Weil mich echt interessieren wird, ob die Buben jetzt da noch drinnen sind. Und die scheißen sich scheinbar nicht so viel. He? Schaut fast aus, dass wir noch anders mal wiederkommen müssen. Dass wir das Innere anschauen können. Weil das ist echt verdammt komisch, dass so viele Leute da sind und uns die zwei Wanderer oder was weiß ich, was das sind, Geistesgestirre. Uns verfolgen und aus der Entfernung uns da beobachten, mahnen zu müssen oder was. Auch hört man, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber man hört auf jeden Fall nach dem Treffer, also scheinbar ist da noch irgendeine Stunde drinnen. Sollte aber eigentlich keiner sein. Jetzt kommt noch ein Auto. Das ist halt schon 6. Auto. Zumindest hört man es, wenn es kommt. Gell? Also ich denke, wir werden da abbrechen, weil es wird schon wieder finster. Aber ja, und das nächste Auto kommt auch schon wieder. Auf jeden Fall werden wir aufbrechen und wir werden das Ganze auf einen Teil 2 wahrscheinlich verschieben, wo wir dann versuchen reinzugehen, vielleicht bei den anderen Fenstern. Auf jeden Fall uns nicht selber irgendwie Zugang verschaffen, sondern nur wenn es offen ist halt auf jeden Fall. Und wenn wir uns das innen auch noch anschauen, aber für das ist jetzt eh schon zu finster und ein bisschen zu riskant, heute sind wirklich zu viele Leute unterwegs. Samstag heute halt vielleicht auch nicht unbedingt der beste Tag für sowas zu machen. Genau, und wir werden uns jetzt da vorne noch diesen Wohnhauskomplex anschauen, von außen und das Gewächshaus. So, wir sind da jetzt noch bei dem Wohnhaus, das ist, was unmittelbar vor der Klinik ist. Da sieht man die Klinik. Und da schauen wir uns dann nachher noch dieses Gewächshaus an. Da sind ein paar alte Garagen. Der Rost schaut eigentlich echt gut aus. Und was wir gesehen haben, da ist da seitlich so ein Loch. Da wollte ich mal reinschauen. Ja, schaut aus. Schaut aus wie ein Badezimmer. Echt eigenartig. Das ist arg, weil da dann wirklich ein Heizkörper ist, gell? Das ist eigenartig. Aber haben wir gesehen, dass da oben irgendein altes Haus stehen könnte. Auf der anderen Seite schaut sogar das Dach ein bisschen durch aus. Und da oben ist ja irgendein Schornstein, gell? Rotter oder so, irgendwas. Aber da könnte man auch rauf, genau. Das könnte man uns eventuell auch für einen zweiten Teil im Prinzip aufheben. So, aber jetzt haben wir das Wohnhaus und das Glashaus noch vor uns und die Sonne geht ja schon unter. Also wir haben eh nicht mehr besonders viel Licht. Es wird dann schon ziemlich bald und finster werden. Die Aufnahme ist ein bisschen heller, als wie es wirklich ist. Ich glaube, das Wohnhaus ist da zur gleichen Zeit verlassen geworden wie die Klinik. Oh shit, da hat auch schon jemand die Scheiben eingehört. Das war das letzte Mal sicher noch nicht da. Da hat sich jemand auf jeden Fall gewaltsam Zugang verschafft. Einmal scheiße sowas, also das ist halt. Aber ja, auf der anderen Seite ist es jetzt auch zugänglich. Ich glaube, dass drinnen sich gar nichts bringen wird. Wobei es auch komisch ist, dass da so viele Dosen sind. So wie es hat da jemand drinnen wohnen oder so. Oder vielleicht Obdachlos oder so. Sein kann es immer. He. Okay, da geht es scheinbar runter. Und da ist eben das Glashaus, wo die ganzen Bäume schon durch ausgeschossen sind und die Gläser
im Endeffekt zerschossen haben. Schaut echt arg aus. Okay, da waren sogar zwei von den Basketballkörben. Einer steht noch da, aber ohne Ring um. Schaut echt interessant aus. Verdammt dicht. Da wachsen schon die Birken aus. Oder haben so wilde Bären, wie es scheint da. Echt arg. Auf der Seite schaut das echt noch sehr intakt aus, gell? Ja, zugesperrt ist das wunderbar. Jetzt sind da vorher gerade bei der Straße wieder drei Autos zurückgefahren. Wo man sich echt denkt, schön was los da, ne? Echt? Ja. Das war glaube ich schon offen, ja. Das ist nur so ein kleiner Raum, ne? Im Prinzip. Da kommt es auch verdammt cool aus. Das muss richtig gut angeholt sein. Aber schau mal, da haben sie eingehaut, aber die Tür kann aber nicht offen gewesen sein, weil die alten Spinner waren da. Der war nicht offen. Aber oh, hauptsache versucht haben das, ne? Schau mal, was ist da drin? Das ist ein Regen drin. Regen drin, ja. Warum schreckt mich, Alter? Was halt irgendwie eigenartig ist, dass da das erst vor kurzem renoviert geworden ist. Schau mal, das sind neue Kunststofffenster. Ja. Überall. Aber die Balkone haben nicht mehr allzu sicher ausgeschaut. Das ist irgendwie arg. Und die Fliesen drinnen schauen auch nicht allzu alt aus. Da ist gleich ein Balkon offen. Das auch gleichzeitig alles kleiner genutzt. So, auch noch eine Eingangstür. Oh ja. So war's das im Prinzip auch schon. Da unten geht dann noch ein Forstweg weiter. Man kommt dann in den ganzen Wald rein. Also, der erstreckt sich über einige Quadratkilometer. Aber ja, das war's einmal zumindest soweit. Man hat eigentlich alle Außengebäude bis auf das Haus da oben angeschaut, wobei das Haus da oben eigentlich immer noch sein kann, dass es irgendein Ferienhaus ist. Aber es schaut ziemlich runtergekommen aus, also wahrscheinlich ist das auch leerstehend. Aber für heute, denke ich mal, haben wir alles so ziemlich abgeklappert, was man abklappern kann. Von außen zumindest. So, jetzt habe ich doch glatt vergessen, ein Auto zu machen. Und zwar, was ich noch loswerden wollte, falls jemand von euch diese Anlage kennt oder diesen Lost Place einfach kennt oder schon mal dort war, bitte ich euch, den genauen Standpunkt oder generell nichts über den Ort dieser Anlage in den Kommentaren zu schreiben. Denn wie man gesehen hat auf den Aufnahmen, es war einfach definitiv viel zu viel los und das wird immer wie schlimmer werden und ich vermute, dass die Anlage bald wirklich komplett gesperrt ist. Und das ist halt im Endeffekt nur, wenn die ganzen Vandalen und das heute da aufhören. Also ich bitte euch, die Anlage nicht preiszugeben in den Kommentaren, einfach um das Ganze weiterhin zu schützen. Falls jemand wirklich von euch irgendein Urban Explorer ist oder generell einen YouTube-Channel oder eine Facebook-Seite dahingehend betreibt, um das eben auch zu dokumentieren, kann er mich gerne über private Nachricht anschreiben und da kann ich diese Location auch preisgeben. Falls euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst dem Video doch bitte einen Like und mich würde auch interessieren, was ihr von meinem ersten Lost Place Video sozusagen gehalten habt, wie ihr das gefunden habt. Könnt ihr mir ja gerne in den Kommentaren wissen lassen. Also, dann hätte ich gesagt, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Das nächste Video wird wieder ein Motorrad-Motovlog werden. Bis zum nächsten Mal, habt einen schönen Abend. Ciao.